herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, Alex Allwelt. Ich wollte mich mal mit einem Update hier zurückmelden. Ihr habt gerade gesehen, ich war eben direkt in dem Endteil dieser Schlucht von, ich guck mal nach, wie heißt die, Barranco de las Vacas. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Wunderbar, richtig schön, schöne sandabgeschliffene Formation da. Das sieht richtig toll aus. Ich blende noch mal ein paar Fotos ein. Allerdings sehr viele Menschen dort, obwohl es jetzt gerade, ja, Januar ist tatsächlich, haben wir da doch relativ viele Leute. Man kann da gar nicht in Ruhe irgendwie was machen. Videos aufnehmen. Fotos geht gerade so, dann werden da die Leute gegeneinander, also die nehmen Rücksicht aufeinander, dass man da Fotos machen kann, aber an sich zum Videos machen ist mir das dann doch etwas zu voll gewesen. Deswegen bin ich ein paar Meter weiter gegangen, ich weiß nicht, sind das 100 Meter bis zum Eingang der Schlucht, also dieses Endteils, was so besonders ist, wo man so schöne Fotos machen kann. Und hier erstreckt sich das aber noch um einiges weiter. Und ja, ich wollte einfach mal ein Update hier zu meinem Kanal. Ihr habt ja mitbekommen, ich hatte wann war das? Oktober tatsächlich ist das schon her, ne? War das schon. Da habe ich ein Video reingestellt, ein Hörbuch gelesen, die Interview mit einem Unsterblichen. Und da warten ja einige jetzt auf den zweiten Teil. Das ist der dickste Teil in dem Buch, auch wenn das Buch selber nicht so dick ist, fordert das doch ziemlich viel Zeit, das in Ruhe einzusprechen, damit da keine Umgebungsgeräusche sind. Ich habe nämlich zwar ein kleines Home-Studio, aber die Nachbarn sind manchmal dann doch ein bisschen lauter und deswegen kann man das dann nur abends machen. Aber ich habe auch neben dieser ganzen Geschichte hier noch anderes zu tun. Einige wissen es, ich bin ja Sänger und Schauspieler und muss auch nebenbei noch ein paar Videos und sowas schneiden und Fotos noch bearbeiten. Und das nimmt alles viel Zeit in Anspruch und ich war den ganzen Dezember über in Paderborn und habe da im Weihnachtszirkus den Nussknacker gespielt. Und da wollte ich eigentlich abends dann mal dieses Hörbuch weiter aufnehmen. Allerdings hatte ich da tatsächlich dann Probleme mit meinem Interface. Das Interface hat mit meinem Notebook dann nicht zusammengearbeitet, weil da Windows 10 drauf ist. Und Windows 10 funktioniert mit meinem alten Interface leider nicht. Also ich hatte alles dabei, Mikrofon und so weiter. Nicht, dass ich da viel Zeit gehabt hätte. Wahrscheinlich hätte ich es eh nicht geschafft. So, eigentlich wollte ich es im Dezember aufnehmen. Jetzt ist schon Februar quasi fast und ich muss schon wieder proben für andere Sachen, wenn ich dann hier von dieser fantastischen Insel runterkomme. Ja, werde ich anfällig. Wo bin ich denn? Gran Canaria. Genau. Auch interessant, ich habe, ich weiß nicht, ob du das weißt, jemand von euch, ich habe auch mich mal ein bisschen befasst und ein bisschen eingelesen, Videos geguckt über alte Geschichte, die nicht so in den Geschichtsbüchern drinsteht, Stichwort Matschflut oder auch The Rocks Were Alive. Man kann auch manche Steinformationen sehen, wo man auf der Welt, wo man sieht, so, wow, da war vielleicht mal vor vielen, vielen Äonen oder vielleicht auch nicht ganz so viele Äonen dieser Stein mal ein belebt und ein Riese, ein Gigant. Und ich habe hier mal die Augen offen gehalten und dachte mir, na, wenn man so ein bisschen sich damit befasst hat, weiß man, worauf man achten kann. Und ich habe dann tatsächlich, als ich gestern Abend hier diese Schlucht, den Weg zur Schlucht schon mal auskundschaften wollte, auf dem Weg hierher gedacht, wow, wer liegt denn da? Da habe ich tatsächlich gedacht, so, ja, also ich blende jetzt einfach mal ein paar Fotos ein. Für die das jetzt ganz neu ist, die werden da vielleicht nicht viel erkennen, aber ihr könnt ja mal ein bisschen googeln oder ein paar Videos, gibt es sicherlich auch bei YouTube, mal gucken, was dieses Thema angeht. Und das sind quasi, wenn man so will, kann man da in Gesteins- und Felsformationen riesengroße Steinfelsbeißer, wie ist es in der unendlichen Geschichte, also Steinbeißer, ne? Ist ja auch in vielerlei Literatur gibt es ja eben auch solche Steinriesen tatsächlich, auch bei Herr der Ringe und die unendliche Geschichte in Narnia gibt das auch tatsächlich. Da gibt es auch große Riesen, die mit Geröll werfen. In
Jetzt gibt es ja auch gerade bei Netflix einen neuen Film, Troll heißt er, das ist ja auch, was das Thema angeht, ganz unterhaltsam. Naja, und hier habe ich tatsächlich dann mal einen liegenden, schlafenden Giganten entdeckt. Nach meiner Auffassung könnte das vielleicht sein. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, generell was ihr davon haltet und was ihr speziell zu meiner Entdeckung hier sagt. Ich habe auch mal bei Google Maps von oben geguckt und tatsächlich ist das so, dass man da einen Kopf rein interpretieren könnte, einen liegenden Giganten, der dann tatsächlich sogar Arme, Körper und noch ein bisschen Beine kann man vielleicht auch erkennen. Ich zeige das jetzt mal, ich blende das mal ein, wie ich das meine. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ist natürlich ein ganz spannendes Thema und nicht weiter relevant natürlich für die Welt, aber doch ganz interessant. Ich finde das super spannend und falls ihr das interessiert und ich darüber mehr Videos machen soll, dann könnt ihr mir das gerne auch schreiben. So viel erstmal dazu. Ich werde jetzt also das Hörbuch demnächst weiter aufnehmen und habe auch noch ein paar andere süße Videos hier in Vorbereitung, die etwas weniger Zeit in Anspruch nehmen, als das Hörbuch aufzunehmen. Das Hörbuch aufzunehmen, gerade der zweite Teil, ist halt sehr umfassend. Vielleicht werde ich das auch splitten in mehrere kleine Abschnitte, einfach weil das sonst ewig dauert, bis ihr das hier bekommt. Ja. So, dann könnt ihr mal gucken, was ich hier für euch vorbereitet habe. Das blende ich hier jetzt gleich ein und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich mir auch auf meinem Musikkanal folgen und auf meinem Schauspielkanal. Also erstmal soweit von mir. Bis dann. Ciao.